ihr da seid, dass du da bist in meiner Winter-Weihnachtswerkstatt mit einer ganz einfachen Dekoration, die man vom Herbst bis zu Weihnachten und im ganzen Winter ganz easy immer wieder umfunktionieren kann. Mit einer Lichterkette, einer LED-Lichterkette, was anderes darf es nicht sein, sonst wird es brennen. Viel Natur, selber gemacht, auch die Zapfen gestaltet. Das war schon ein extra Video und dann kann man das in seiner Farbe gestalten, entweder Naturtöne oder wir geben auch noch mal ein bisschen Farbe dazu, wenn du das liebst. Nimm Kugeln, was du zu Hause hast an Deko dazu, alles andere machen wir dann zusammen und wie einfach das geht, ob jetzt in Beton oder in Upcyclingholz, schau dir es mal ein, mich würde es freuen, wenn es gefällt. Los geht's! Und jetzt noch mal kurz einen Eindruck mit Lichterkette. Ich mache es noch mal ein bisschen dunkler. Und dann hat man doch gleich ein ganz tolles weihnachtlich-winterliches Feeling. Und wie gesagt, nicht nur zu Weihnachten, auch für den Winter dann noch weiter mit Eisblumen, Eissterne, sieht das ganz, ganz toll aus. Und dann gibt es immer neue Deko-Ideen von mir zu dieser Dekoschale fürs ganze Jahr. Die machen wir nicht nur für einmal. Und nochmal ein Tipp von mir. Wenn du jetzt da keine Heide mehr bekommst, hattest die Herbstdeko noch nicht gemacht, dann nimm doch einfach was immer Grünes aus dem Garten oder aus der Gärtnerei. Dann kannst du es in Grün nehmen, einstellen. Oder ich habe ja gezeigt, wie man die Zapfen mit Schnee und Eis dekorieren kann. Und das kannst du auch mit einem Ast von der Konifere super toll machen. Und dann hast du den gleichen Effekt und brauchst keine Heide mehr kaufen, weil irgendwann ist sie auch durch. Und die Äste von den immergrünen Koniferen heißen, halten ewig ohne Wasser. Dann mach Sand hinein, kann man sie reinstecken oder Blumenerde trockne, dann geht das ohne Probleme und du hast denselben Effekt. Brauchen wir erstmal eine feste Unterlage. Hier unten drunter habe ich eine Platte liegen, weil sonst können wir es nicht bewegen. Und wenn der Beton noch feucht ist, man will es bewegen, kann er brechen. Da ist eine Platte drunter. Und all das Backblech geht super. Und dann eine Abdeckung nochmal, weil es gibt Schmutz, auch wenn man Beton anrühren und dann eine Folie drüber haben. Dann eine Kiste in der Form, die du gern hättest. Das war jetzt einfach die Kiste vom Katzenfutter, wo die Dosen drin stehen. Und dann muss es ein bisschen fixiert werden mit Klebeband. Wenn du natürlich eine ganz feste hast, geht es auch. Aber ich fixiere das immer mal. Ziehe mir das richtig schön rundherum. So, einmal außen. Aber dann auch noch mal in der Mitte, ja, dass die Ränder richtig hoch stehen, ja, weil der Beton drückt dann schon. Und je fester die Pappe ist, desto besser. Ja. Panzerband geht auch und dann kann man es auch noch fixieren. Das kann man zwei-, dreimal machen auf der Länge. Und dann kommt dann eine Tüte drüber hin, eine Mülltüte, eine Verpackungstüte, was man so hat, weil wir den Beton eingießen. Das sind so die Grundlagen. Ich mache noch einmal einen Klebestreifen rein. Und dann packen wir den Karton, wie gesagt, in eine Tüte, in eine Folie ein.
So ist es eingepackt. Das ist unsere Grundform. So, und dann kommt sozusagen ein Rahmen drumherum. Zwei lange Hölzer und zwei kurze. Und dazu müssen wir Schrauben anbringen. Erst Löcher anbohren, ich ziehe das jetzt, und dann lange Schrauben rein, die wir dann in den Beton reindrücken. Also, vorbohren, ganz wichtig. In jeden Ast zwei Löcher. Gucken, wie setzt man es am besten. Fast selbst vorn, also nicht am Rand, sondern ein bisschen nach vorne versetzt. Eins reicht dann auch manchmal, wenn man es übereinander legt. Das zeige ich aber. Ich weiß, ein bisschen doof in der Luft zu bohren. Nur, dass man es sieht vom Prinzip her. Und dann kommen Schrauben rein, die mindestens 3 cm länger sind als das Holz, den Durchmesser hat. So, ich muss den rückwechseln. So, das. Und dann kommen Schrauben rein. Die dann unten rausgucken, so, weil wir die im Beton reinsetzen, damit das hält, dass wir sozusagen einen Rahmen haben. Und das machen wir jetzt bei allen Hölzern. So, die Hölzer sind fertig, die Schale ist vorbereitet und jetzt geht es darum, möchtest du eher Zinkdosen, Weißblechdosen haben oder Gläser einsetzen. Upcycling-Gläser von Konserven, Einmachgläser, Weggläser, Gurkengläser, Marmeladengläser, was du so hast. Und das musst du jetzt zurechtstellen. Und dann als Gewicht entweder in die Gefäße Wasser reinmachen oder mal einen etwas schwereren Stein. So, und dann machen wir den Beton. Das Betonrezept füge ich ein. Und dann musst du so viel Beton halt machen, du kannst es auch auf zweimal anrühren, wie deine Grundlage fasst. Weil das kann ich ja nicht wissen, wie groß dein Karton ist. Mein Beton, so ein alter Eimer, irgendein großes Plastikgefäß ist mir das Liebste und als Maß 1000 Milliliter Dosen, weil ich jetzt etwas mehr Beton mache. Ansonsten, wenn du nur kleine Formen gießen möchtest, dann nimm dir ein kleineres Maß, eine kleine Dose, ein kleines Glas, ein Becherchen und dann hast du auch die Grundsubstanz, die Maße für deinen Beton. Da brauchst du nicht auswiegen, weil Sand und Zement würde ich nicht auswiegen, wirklich nicht. So geht es einfacher. Also, erstmal jeweils ein Maß finden, was gleich groß ist wie jetzt die Dosen. Ein großes Gefäß. Dann noch normales Wasser, das habe ich hier in der Kanne drin. Und das ist ganz, ganz normaler Zement. Kostet 25 Kilo um die 3,50 €. Beim Sand ist es so, den hole ich gerade mal, der steht hier bei mir in einer Tonne unter meinem Tisch. Das ist Sandkastensand. Warum? Erstmal ist er sehr, sehr fein. Das gibt einen ganz tollen Beton. Er ist sehr hell. Da wird der Beton auch sehr schön. Ich kann es selber transportieren. Das ist ein 20 Kilo Sack. Oh, und er ist günstig. Was bezahle ich? Ich glaube 3,49 € im Angebot oder 3 Euro. Und dann brauchen wir 3 Dosen Sand und eine Dose Zement. Ich mache es dann immer so, ich gebe schon mal 1-2 Dosen rein, weil das muss wirklich gut gemischt werden.
So, dann in die Mitte der Zement aufpassen. Ihr seht, es qualmt. Der Zementstaub geht nach oben. Und das ist wirklich sehr gefährlich für die Augen. Kinder wegschicken. Wenn der erstmal angerührt ist, können auch mit Kinder damit arbeiten. Aber trotzdem würde ich auch für Kinder eine Schutzbrille nehmen. Weil er spritzt immer mal was. Und das ist Zement, dann dürft ihr zu einem Augenarzt rennen. Nie ohne Handschuhe. Zement greift ganz schön die Hände an. Und nie ohne Aufsicht. Wie gesagt, ich bin für eine Schutzbrille. Jeder kann das selber entscheiden. Aber ich finde es gefährlich, der Zementstaub. Wenn man das dann erstmal angerührt hat und es ist eine schöne Pampe oder hier ein Gießbeton, sieht das wieder anders aus, außer bei Kindern. Die knatschen mal gern, die spritzen mal gern und es muss nicht in die Augen kommen. Und so eine Schutzbrille kostet 2-3 Euro. Und man macht ja noch viel mehr, da kann man sie auch anziehen. Und außerdem trainiert es die Kinder, wenn man solche Sachen macht, dass man sich auch ein bisschen schützt. So, dann vorsichtig komplett vermengen. Es ist immer gut, wenn der Sand trocken ist. Wenn er nass ist, mache ich ein altes Betttuch, Handtuch, irgendwas, was da ist. Breite den Sand in der Sonne auf diesem Betttuch, lasse ihn trocknen und dann tue ich ihn in eine große Plastiktonne mit Deckel. Und dann habe ich immer schön trockenen Sand. Und das bereite ich mir im Sommer dann schon vor. Dann kann ich das ganze Jahr betonieren. So, durcheinander gemacht, dann mache ich eine Kuhle wie beim Backen und kipp etwa eine halbe Dose Wasser hinein. Wasser erstmal sparsam benutzen, also mache ich auf jeden Fall, weil jeder Sand zieht anders an und lieber mal Wasser nachgeben. So, dann wieder vermengen. Und dann merke ich, für einen Gießbeton, den wir heute machen, ist es zu dick. Und dann nochmal dazu, etwa, dass wir jetzt auf eine Dose kommen. Wer ein bisschen länger braucht zum Verarbeiten, der sollte jetzt etwa ein Schnapsgläschen, kleines Schnapsgläschen voll, normales Haushaltsspülmittel hineingeben. Dann dickt der Beton wesentlich später an, wird fest und du kannst länger ihn verarbeiten, wenn du noch Vorbereitungen hast oder dir ein bisschen unsicher bist. Dann mach jetzt ein bisschen Spülmittel hinein. Das verändert die Oberfläche vom Wasser und wie gesagt, er dickt oder wird später fest. Schön, schön vermengen, ganz, ganz wichtig. So, das wäre jetzt ganz toller Beton zu modellieren. Aber wir wollen noch ein bisschen flüssiger haben. Also macht jetzt einfach ein klein wenig Wasser dazu. Wenn er mal zu dick geworden ist, wie gesagt, ein bisschen Wasser dazu, ist er zu dünn. Dann gebt noch mal eine halbe Dose Sand dazu. Und noch mal so ein Esslöffel Zement. Und dann ist es ideal. So, der Beton ist fertig. Und dann wird er erstmal vorsichtig eingefüllt. Man kann ihn schütten, man kann ihn rauslöffeln. Ich nehme ganz gerne Spachteln oder jetzt so Schüppchen vom Sandkasten. Und dann kommt er rein und wird schön verteilt. A und O ist immer, dass er wirklich gut vermengt ist. Und dann schön verteilen über allen. Die Platte muss mindestens 4 cm stark sein, weil es soll ja halten und das Gewicht übertragen, wetterfest sein, wenn man es draußen nehmen möchte. Das geht alles. Aha. So, für die zweite muss ich dann noch neu anrühren. Aber das ist immer ganz gut, dann hat man mehr Zeit, um das jetzt zu machen. So, schön verteilen. Wasser setzt sich oben immer ab. Das ist normal. Nicht unter 16 Grad machen und auch nicht über 25, 28 oder 30 Grad. Dann bindet er zu schnell ab.
und bricht dann ganz gern weg. So, hier muss ich die Folie noch mal ein bisschen ziehen. Das gefällt mir noch nicht. Ja, jetzt ist besser. So, wie gesagt, Gläser oder Dosen, das liegt. Bei dir. Ich habe jetzt da hier 3 Gläser. Kannst auch 4 machen. Und dann müssen sie beschwert werden, dass die wirklich gut drin bleiben. Wenn du sie rausnehmen möchtest, musst du bitte die Gläser außen einölen mit Pflanzenöl, Sonnenblumenöl oder so. Und oder am besten mit Frischhaltefolie einpacken und dann kannst du die Gläser auch rausziehen. Ich brauche das nicht. Ich möchte gerne komplett drinnen lassen, dass die wetterfest sind. Auch wenn man nur einen Sturm geht oder so, dass die bleiben. Und dass unsere Katzen die auch nicht abräumen können. Vorhin hat nämlich Riesen geschippert. Der hat Balou die Haube, die Glashaube vom Kuchen runtergeworfen, wo wir zum Kaffeetrinken dekoriert hatten, gedeckt hatten. Und da hat es Riesen geschippert. Naja, dafür hat man Haustiere. So, und gucken, dass die gerade drin stehen. Kann man auch noch ein bisschen verrücken. Schön ausgerichtet, gerade wenn es geht. So, jetzt kommen die Äste dran. Du überlegst dir, was überlappen soll, die großen oder den kleinen. Schöne Seite nach vorne mit den Schrauben im Beton rein. So. Jetzt kommen die kleinen hinein. Ja, dass sie sich verzahnen, finde ich immer ganz schön. Okay. Und jetzt muss es aushalten. Es muss wirklich lange stehen. Mindestens 4 Tage. Also lieber länger stehen lassen, als zu früh bewegen. Ihr ruiniert nur eure Platte, eure Deko. Und das gleiche in der Art halt auch mit Zinkdosen, Weißblechdosen. So, und wenn dann die Grundschale fertig ist, schön ausgetrocknet, vielleicht unten drunter noch Filz geklebt, dann fangen wir an, heute mal mit einer Herbst-Winter-Deko. Ich bin immer dafür, wenn man die Dekos für jede Jahreszeit verwenden kann, auf jeden Fall jetzt nochmal Herbst und Winter, da wird nur ein bisschen umgeswitcht und dann hat sich das. Ich möchte gerne weiße Heide verwenden. Du kannst künstliche Heide nehmen oder natürliche Heide. Heide ist schön, wir haben ja sozusagen hier schon die Übertöpfe und dann brauchst du gar nicht umtopfen, weil wir müssen ja gießen und dann tust du wirklich die Töpfchen hinein. Sind die kleiner und es wäre zu tief, unten Sand rein, super, oder ein bisschen Kies, dann speichert es gleich noch ein bisschen mehr das Gießwasser. Aufpassen, dass im Töpfchen dann unten ein Loch ist, damit das überflüssige Gießwasser ablaufen kann. Toll finde ich noch dazu so ein bisschen Holzwolle oder Heu oder Moos. Und das kann man dann wirklich toll kombinieren. Zusammen mit der Heide. So, und dann würde ich die einfach nur einstecken oder einpflanzen mit dem
Töpfchen und dann alle vier diesmal gleichfarbig in Weiß. Du kannst aber auch Rot und Weiß nehmen. Hier benutze ich, wie gesagt, nur weiße Heide, weil ich das über den Winter noch verwenden will. Und da dekoriere ich nur leicht um. So, dann habe ich mir einfach Äste geholt. Und die stecke ich jetzt von hinten her noch dazu. Wie gesagt, sehr gut wäre, wenn unten noch ein bisschen Sand drin wäre. Auch zum Dekorieren, zum Einstecken. Zu lang. Dann stecke ich noch ein paar herbstliche Äste mit rein. Alles, was so am Wegesrand ist oder beim Waldspaziergang oder im Park, kann man dann ganz toll mitnehmen. Und hält halt wirklich richtig gut in den Dosen. Und bis auf die Heide ist sie jetzt wirklich alles abseitig, was wir hier hatten. Das gefällt mir nicht so. Einfach mal ausprobieren, wie es am besten passt. Und dann hat man schon wirklich wie so jetzt da ein Winterwald wäre das jetzt. Und dann bringen wir noch ein bisschen Farbe rein. Und zwar habe ich auch vom Spaziergang mir einfach ein paar Beeren mitgenommen. Und die kommen noch rein, die trocknen dann in sich. Kann man auch wieder künstliche nehmen, wenn du keine Möglichkeit hast, welche zu finden. Und dann halten kann man die auch wieder jedes Jahr verwenden, muss man nicht noch mal neu kaufen. Oder bei dem hier, die trocknen jetzt da schön ein und dann kann man die auch wieder verwenden. Brauchen wir ja auch nur vier Stück, vier Zweige. Hagebutten sind auch ganz toll und schon haben wir wieder eine ganz tolle Landschaft, wie so ein Schutzzaun, so eine Heckenlandschaft, wo die Vögel am liebsten drin nisten. So, dann habe ich noch ein paar Disteln auch am Wegesrand und dann einfach mal gucken, was man so findet. Gibt ja jetzt so viel in der Natur und genau so kann ich es dann auch wieder verwenden für die Weihnachtsdeko mit ein paar anderen zusätzlichen Materialien, die man wirklich zu Hause hat. Dann gucken wir mal näher. Guckt, so einfach geht das und so toll sieht es aus. So, wenn du es mitten auf dem Tisch stehen hast zum Beispiel, dann würde ich jetzt rundherum noch ein bisschen Moos reinstecken. Oder wenn kein Moos da ist, ganz toll sieht Heu aus. Einfach Futterheu genommen aus dem Discounter für unsere Tiere. Kann man auch immer wieder verwenden. Und dann kauft er nicht nur einen Pack für das hier, sondern ich arbeite wirklich viel damit. Und dann kann das auch weiterverwenden. So, ich mache gerade noch mal ein bisschen Moos dazu. Und durch die Äste hält das halt auch ordentlich, ne? Und so eine Dekostrahle, wie gesagt, die hatte ich mir selber überlegt und dann gefertigt. Das sind ja alles meine Ideen. Kannst du das ganze Jahr verwenden. Und vielleicht interessiert dich's. Ich habe dir das Ähnliche auch mit Upcycling-Gläser gemacht. Und da kann man dann Wasserspiele mit reinmachen, mit Unterwasserbeleuchtung, mit Kerzen. Und. So, und dann finde ich es immer ganz, ganz wichtig. Moment, ich lege hier noch mal ein bisschen Ast davor. Noch mal eine Distel. So, und dann noch mal zapfen. Kann man dann noch mal so Holzwolle, ein Bändchen, irgendwas drumherum wickeln. In Draht, was man so hat. Muss gar nicht viel sein, wirkt so schon und dann kann man das auflegen und wieder ein bisschen einklemmen. Unterschiedliche Zapfengrößen, von der Kiefer über die Fichte,
kann man dann alles einlegen. Ja. Ja, klein und groß. Und da braucht man gar nicht so viel, weil das wirkt ja schon mal in sich, weil es wirklich sehr, sehr natürlich ist. So, die Grunddeko steht jetzt. Ich habe es dann auf meinem Küchentisch gemacht. Im Hintergrund ist noch ein großer Engel. Auch sowas kann man dann in jeder Größe selber basteln aus Ästen und Tüchern, habe ich schon gezeigt. So, und jetzt möchte ich es noch ein bisschen weiter dekorieren. Und dazu habe ich diese schönen Glitzerbäume. Heute komplett Upcycling, eine Deko-Schale fürs ganze Jahr. Mit Ästen, einem Eulenbrett, Dosen deiner Wahl, einfach Konservendosen. Und dann arbeiten wir das erstmal zusammen und dann kommen noch die Deko-Ideen. Das bleibt nicht so nackig. Ich habe jetzt extra mal hier noch den Aufkleber ein bisschen dran gelassen, dass man sieht, wirklich Upcycling-Flur für viele Deko-Ideen mit Kerzen, mit Blumen, mit Kakteen und größere Dosen kann man auch verwenden für ein Buffet und dann kann man dann zum Beispiel das Besteck reinstellen und denn sauber sind die ja und es sieht total urig aus und man kann durch die Äste noch super dekorieren. Aber das ist jetzt erstmal die Grundform, die ich euch zeigen möchte. So, was brauchen wir nun? Also die Grundlage ist ein altes Brett oder eine dicke, stabile Rinde, was man so hat. Dann brauchen wir entsprechend der Größe deiner Kerzen, die du verwenden möchtest, Konservendosen. Du musst ausprobieren, welche Kerzen möchte ich verwenden, weil das ist ja der Hauptgrund. Und eine andere Deko kann man dann immer anpassen an die Größe der Dosen, aber die Kerzen sollten schon reinpassen. Unten rein mache ich immer ein bisschen Sand, damit die fester stehen und auch noch ein bisschen höher kommen. So, und das musst du sich überlegen, was hätte man am liebsten, was möchte man verwenden. Und danach musst du jetzt da aussuchen und auch die Anzahl dann. Dann brauchen wir noch einen aufgeschnittenen Ast, wenn du möchtest, und einen kleinen Sockel drunter. Geht aber auch bündig, dann kannst du dir den Schritt sparen. Ich möchte gerne noch einen Sockel drunter haben und den kann man entweder so anbringen, zwei nebeneinander, oder kurze Teile, die man in der Breite dann darunter schraubt. Und dann kann man es so lassen und die Deko dann anbringen oder dann noch Äste aufschrauben. So, aber ein bisschen abstehend, damit noch ein bisschen Platz ist für die Deko. Und da würden wir rundherum noch Äste schrauben. Wie so ein Tablett oder ein hohes Backblech, so von der Form her. Ne? Das ist, was wir brauchen. Dann natürlich Schrauben. Ein Schrauber oder ein Schraubenzieher, ein Bohrer und das wäre das, was wir dann machen. So, Unterseite des Brettes, die Äste, die halbiert sind, lege ich so drüber hin. Ich bohre dann vor und dann schraube ich die mit zwei Schrauben an. Das Ganze kann man auch in Beton fertigen. Braucht man gar kein Trägerholz. Habe ich schon gezeigt gehabt, aber trotzdem auch wirklich toll zum Dekorieren. Wer jetzt lieber mit Beton arbeitet und dann Holz dabei kriegt, kann das ganz, ganz easy
mit Beton machen. So. Dann wird das aufgeschraubt, angeschraubt. Und dann halt mit die Füßchen. Muss natürlich darauf achten, dass gerade steht. Ja, abgerutscht. Also die schrauben wir jetzt dran. Und dann drehen wir es rum und machen die Äste dran und die Dosen. So. Die Füßchen sozusagen sind runter. Und jetzt puzzeln wir die Äste zusammen. Ich mache eigentlich immer ganz gern die längeren Äste als erstes dran, den schönsten nach vorne. Hinten vorne dann die und dann die anderen auf der Seite zum Schluss. Zwei, drei Schrauben reichen. Wenn man dann nicht so will, dass die Schrauben durchgucken, nimmt man einfach ein bisschen Farbe oder Tipp von mir, in passenden Nagellack. Also ich habe auch braune Nagellacks da oder in schwarzen und dann mache ich schwarz und tupse noch ein bisschen mit Silber an und Kram, dann fällt das überhaupt nicht auf. So, und die schraube ich jetzt auch noch fest. Vorbohren ist immer ganz gut. Und dann wird's. So, das ist jetzt meine Grundform. Ich habe mich entschieden für die Thunfischdosen, aber die wären auch schöner. Also das ist jetzt nicht pur nur Metall. Kann man auch machen, wenn man möchte. Dann gibt es Schmuckpännchen. Ich zeige auch noch, wie man sie ganz toll umhäkeln und umstricken kann. Und dann setze ich mir die drauf. So, muss ich ja noch ein bisschen weiter auseinanderziehen, meine Äste. Aber geht. So, in den Boden ein Loch gebohrt, Schraube rein und dann fixiert. Eine Schraube reicht. Dann ein bisschen Sand hinein für die Kerzen und dann hat man die Grundlage auch schon fertig. Wenn man da jetzt was Feuchtes reinsetzen will, zum Beispiel Kakteen, geht super toll mit Granulat. Dann dichtet man unten das Schraubloch noch ein bisschen ab mit ein bisschen Silikon oder normalen Flüssigkleber. Hält dann auch, damit das Gießwasser nicht durchläuft. So, ich zeige nur mal kurz, wie ich das Loch reinmache in die Dosen, auf den Kopf gestellt. Eine große Schraube genommen oder ein Nagelloch drin. Kann es anschrauben ohne Probleme. Und dann habe ich die Sicherheit, das hält. Nicht nur einfach reinstellen, sondern wirklich anschrauben. So, und jetzt ist die Grundform schon fertig von der Dekoschale. Für Blumen, Kakteen, Kerzen, fürs ganze Jahr eine ganz tolle, einfache, komplett Upcycling-Deko-Idee. Eine LED-Lichterkette habe ich reingemacht. Es geht nur mit LED, weil alles andere wird heiß und würde dann brennen. Dann habe ich mir Zapfen selber gemacht. Gibt es ein extra Tutorial, wie man auf 10 verschiedene Arten Zapfen, Äste, Rinde und in Eis und Schnee gestalten kann. Und das lege ich immer sehr gern ein. Weil das macht gleich eine Winterlandschaft. Und dann kann man es auch nach der Adventszeit toll noch den ganzen Winter über liegen lassen, stehen lassen, gestalten mit. Weil der Winter geht ja weiter. So, dann ein bisschen Glitzerdeko und das lässt sich super toll einfach nur einstellen. Durch die Äste. Und es muss gar nicht immer so viel sein. So, dann noch einfach ein paar Kugeln. Und die kann man super einlegen. Und dann ist es mal ein bisschen Ton in Ton. Es muss ja nicht immer so viel sein. Oder wie meint ihr? Ja, einfach so ein bisschen.
Und für mich reicht das jetzt da schon, weil ich finde es so ganz toll, so in den Farben. Man kann es natürlich auch wirklich wesentlich kräftiger halten, zum Beispiel mit pinken Kugeln. Wäre das jetzt was für euch, so ein bisschen Akzente noch reinbringen? Wie es einer mag. Mich würde deine Meinung, eure Meinung mal interessieren. Und dann ist es fertig. Auf jeden Fall diese Winter-Weihnachts-Deko. Und den passenden Adventskranz gibt es noch dazu. Schau doch vielleicht mal rein, wenn du Lust hast. Mich würde es riesig freuen. Und dann können wir weiter zusammen gestalten, basteln und Freude miteinander haben. So hoffe ich doch, denn das ist immer das Wichtigste für mich, dass wir Spaß miteinander haben, weil ich euch sozusagen zu mir nach Hause in mein Wohnzimmer einlade oder in meine Werkstatt, wie es einer mag. So, ich mache gerade noch mal das Licht aus. Dann sieht man es vielleicht noch ein bisschen mit der Lichterkette. Ne, ist noch ein bisschen hell, aber ansonsten sieht man ja nichts. Noch eine Kerze dabei, sichergestellt. Und dann hat man doch eine ganz besondere Deko. So, genug geredet. Noch viel, viel mehr passend dazu findest du in meinem Kanal. Ich habe eine ganz große Winter-Weihnachtswerkstatt mit ganz vielen Sachen Upcycling gemacht. Auch, also Natursachen, aber auch die Butterbrotpapier-Basteleien, die großen und einen kleinen beleuchteten Engel aus Butterbrotpapier, ganz easy gemacht und vor allen Dingen sowas von günstig. Da seid ihr mit 40, 50 Cent dabei und habt was Besonderes. Auch toll für Kinder mit ein bisschen Hilfe. Dann die großen XXL-Engel oder auch in kleinen, die man aus Tüchern und Ästen machen kann. Ganz viele Engel. Herbst, Winter, Deko, Weihnachten, Ostern, Frühling, Sommer, die maritimen Sachen, also für jeden Monat des Jahres besondere Sachen, aber auch Häkeln, Stricken, Basteln für und mit Kindern, Nähen, Kostüme, Mittelaltersachen, Gartendeko, Blumenwerkstatt und. So, und das alles findest du am einfachsten auf meiner Playlist, auf der Startseite von meinem Kanal, ordentlich geordnet und bei Fragen. Ich zeige es euch auch gerne, ich schicke einen Link, also gar kein Problem. So, alles Liebe und bis wieder mal, eure, deine Kerstin. Tschüss.